الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد Liebe Muslime, viele Brüder und viele Schwestern haben uns per Mail oder Telefon oder per Fragen immer eine Frage gestellt und die verlangen sozusagen eine Stellungnahme zu einer Fitna, zu einer Versuchung, die wir mittlerweile auch im deutschen Raum haben. Und dies haben wir schon gehabt und Alhamdulillah Rabbil Alamin, da hat man das zum Teil behandelt, aber ob die Behandlung erfolgreich war oder sowas oder nicht, das können wir nicht bestimmen. Und zwar, Barakallahu Fikum, wir haben zwei Gruppen hier in Deutschland. Die machen uns große Probleme und die machen große Fitna, große Versuchungen, große Probleme unter den Muslimen. Die stiften Unheil und da muss man das zugeben und die Beweise dafür werde ich führen, inshallah. Und zwar, die sind eigentlich, Barakallahu fikum, zwei Gruppen für die gleiche Medaille, für dieselbe Medaille. Den gleichen Weg, die gleiche Methodik, aber mit anderen Namen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und zwar, Barakallahu fikum, diese Gruppen sind diese zwei Gruppen. Eine Gruppe, die Takfir macht, das wird die schließen die Muslime vom Islam aus und die übertreiben dabei. Und die andere Gruppe sind die Tabdi' machen, die schließen die Muslime von der Sunna aus. Und deshalb merkst du, dass einige neue Muslime oder Leute, die zum Islam zurückkehren von unseren Brüdern, nach einem Monat, nach zwei Wochen, der fängt an, über solche Themen zu reden, ohne das Basiswissen bekommen zu haben. Der will die Leute vom Islam ausschließen, der will die Leute von der Sunna ausschließen. Und beides endet in einem Urteil, dass diese Muslime, die entweder von Islam ausgeschlossen werden, oder von der Sunna ausgeschlossen werden, dass sie in die Hölle kommen. Die nicht Muslime geworden sind, das heißt, sie sind keine Muslime, die kommen in die Hölle. Und die anderen, die nicht auf dem Weg von Sunna sind, von Sunna ausgeschlossen werden, die sind Mubtadi. Und der Prophet ﷺ sagte, 72 Gruppen gehen in die Hölle und eine ins Paradies. Und wenn du sagst, diese Leute, die sind nicht auf dem Weg von Sunna, und die sind nicht von Ahl Sunna wal Jama'a, dann sind sie von Ahl al-Bid'ah, das bedeutet, sie landen in der Hölle. Und weil die Sache sehr, Barakallahu fikum, in manchen Städten sehr schwer geworden ist, dann muss man das, Barakallahu fikum, erklären, anhand Beweise von Koran und Sunna. Man braucht nicht alle Beweise zu bringen, weil Al-Labibu takfihi al-Ishara wal-Isharatan. Der Schlaue, das ist für ihn ein Zeichen oder zwei Zeichen genug. Da braucht man nicht jetzt tausend Sachen zu bringen. Und zwar, Barakallahu fikum, sakum lachen. Wenn man mit diesen Leuten zusammenkommt. Und ich rede jetzt über eine Methodik, die wir bezüglich zwei Themen, Takfir und Tabdi', von diesen Leuten gelernt haben oder gesehen haben, dass sie das machen. Und zwar, erstens, sie verlangen von den anderen, dass sie nicht fanatisch für ihre Gelehrten werden. Und wenn man diese Gruppe betrachtet, von beiden, sie sind die ersten Fanatiker für ihre Schiuch, für ihre Gelehrten. Sie nehmen kein anderes Wort von einem anderen, außer von ihren Leuten. Und das können wir belegen, indem, wenn du auf ihre Seiten gehst, dann findest du nur bestimmte Zahl von Schiuch, von denen wird angenommen, von denen wird alles bestätigt und von allem anderen, auch große Gelehrten der Umma, wird nicht angenommen, außer wenn die Aussage von den Gelehrten mit ihrem Weg, was natürlich falsch ist, zu bestätigen ist. Das bedeutet erstmal, es gibt Fanatismus für ihre sogenannten Gelehrten. Zweitens, Barakallahu fikum, sie nehmen von keinem anderen, außer von ihren Köpfen oder von ihren Leuten. Auch wenn die Person, die spricht, kein Wissen im Islam hat und keine Beweise, trotzdem nehmen sie von ihnen. Wenn man sagt, ja, was sagst du da, wo ist der Beweis? Wer mit ihnen kommt, wer für sie liest und wer hört, wie sie das sagen, dann merkt man das klar. Drittens, Barakallahu fikum, und das ist das Gefährliche, sie suchen immer
nach den Fehlern von den anderen. Die erste Gruppe sucht nach den Fehlern oder nach Gründen, damit sie den Muslim vom Islam ausschließen. Und die anderen suchen nach Fehlern, damit sie den Muslim von der Sunna ausschließen. Und das merkt man. Das bedeutet, die sind so scharf, damit sie nur die Fehler von den anderen bestimmen. Als Beispiel, nur damit ihr seht. Ein Sheikh macht einen Vortrag, die nehmen von diesem Vortrag nur diese Wörter, die er eventuell falsch gesagt hat. Vielleicht hat er 2000 Wörter gesprochen. Die verlassen die 2000 Wörter und die nehmen diese 2 Wörter, wo er Fehler gemacht hat. Das bedeutet, sie wollen nur die Fehler von den anderen angeln, damit sie vom Islam ausgeschlossen werden oder von der Sunna ausgeschlossen werden. Ahle Sunnah wal Jama'ah sind anders. Wir haben von Ahle Sunnah gelernt, wir suchen Entschuldigungen für einen Muslim, wenn der Muslim Fehler macht. Und wenn diese Fehler so groß geworden sind, nachdem man Nasiha gemacht hat, Empfehlung, nachdem man Aufklärung gemacht hat und die Person macht das weiter, dann könnte man von der Person warnen, aber nicht von Anfang an. Deshalb, Al-Mu'minu, yabhathu an Al-A'zar. Der Mu'min sucht nach Entschuldigungen, wenn ein Muslim Fehler macht. Aber ein Munafiq, ein Heuchler, sucht nach den Fehlern von den anderen, damit er von ihnen schlecht redet. Viertens, Barakallahu fik. Sie halten sich nicht an die Regeln von Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Jeweils an die Takfir-Regeln und an Tabdi'-Regeln. Die haben neue Regeln empfunden, was Bid'ah ist eigentlich. Erfunden, was Bid'ah ist, und zwar, wer ein Mubtadi' nicht als Mubtadi' bezeichnet, ist selber Mubtadi'. Wer ein Kafir nicht als Kafir bezeichnet, ist selber. Und die haben diese Wörter auf die Muslime gespiegelt und die benutzen das mit den Muslimen. Und das ist an sich selbst eine Erfindung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Zweitens, Ahle Sunnah wal Jama'ah, wenn sie jemanden vom Islam ausschließen wollen oder von der Sunnah ausschließen wollen, erstmal, die fragen diese Person. Die machen Iqamat al-Hujja, die wollen aufklären, die suchen nach Entlastungen für diese Person und nicht nach Belastungen nur, nach entlastenden Beweisen oder Argumenten. Aber die machen das überhaupt nicht in diesem Zusammenhang. Zum Beispiel, ein Sheikh hat ein Wort gesagt und er hat das anders gemeint. Sie nehmen das und sie sagen, der hat das gesagt, deshalb ist er nicht mehr von Ahle Sunnah. Oder die anderen, die sagen, der ist kein Muslim mehr. Der sagt zum Beispiel irgendein Wort, was problematisch ist. Vielleicht hat er etwas anderes gemeint, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wenn ihre Leute oder ihre Gruppen Fehler machen, dann suchen sie für sie nach Entschuldigung. Egal wie schwerwiegend der Fehler ist. Aber wenn die anderen Fehler machen, dann suchen sie überhaupt keine Entschuldigung. Das heißt zum Beispiel, ein Sheikh sagt, ich habe, Beispiel, ein Sheikh hat einmal eine Aussage falsch gemacht. Dann haben sie gesagt, der hat diesen Fehler gemacht und so weiter. Der Sheikh hat gesagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Ich habe Fehler gemacht, das stimmt, und ich nehme mein Wort zurück. Trotzdem nehmen sie nicht an. Und die greifen ihn bis heute an, obwohl er dieses Wort vor 20 Jahren gesagt hat. Bis heute wird er angegriffen. Aber ein Sheikh von ihnen, der sagt über Khalid ibn al-Walid und über al-Mughira ibn Shu'ba und über große Sahaba, der hat sie beschimpft. Da hat sie gesagt, okay, ich habe Fehler gemacht, ich habe nicht gemerkt. Da haben sie gesagt, möge Allah ihn segnen. Schaut mal, wie die Gelehrten sind. Okay, und was ist bei dem anderen? Wenn es zu einem Thema kommt, dass sie von Schiuch reden, ja, unsere Schiuch wurden bestätigt von den großen Gelehrten. Die anderen auch sagen, unsere Schiuch wurden bestätigt von unseren Gelehrten. Das nehmen sie nicht, aber das nehmen sie. Sie spielen sozusagen mit Belegen und mit Beweisen in der Religion. Wenn man sie aufruft, dass man zusammenkommt und dass man zusammen wirkt, wollen sie nicht. Und mit der Behauptung immer,
Ja, die anderen sind entweder Kuffar oder die anderen sind Mubtadi'a. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die akzeptieren überhaupt nicht. Aber wenn ihre Leute sie aufrufen, dann sind sie dabei. Auch wenn ihre Leute Fehler gemacht haben oder Unrecht getan haben. Es gibt eine Gruppe von ihnen, die haben von einem Sheikh 200.000 Euro weggenommen. 200.000. Da hat man ihnen gesagt, gib dem Mann sein Recht zurück. Da haben sie gesagt, nein, der ist auf dem Weg von Bid'ah. Und ein Mubtadi' geben wir ihm nicht sein Recht. Und die haben ihm nicht gegeben. Wo ist das im Islam, dass man von den Leuten, auch wenn sie Ahlul Bid'ah sind, dass man ihnen ihre Rechte nicht gibt? Auch wenn ein Kafir, nicht Muslim, darfst du ihm sein Recht einfach wegnehmen? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wenn sie über die Ulama und Duat sprechen, dann sind ihre Zungen so scharf und so schlecht, wal'iyadu billah. Die benutzen Wörter, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, wie zum Beispiel, er hat kein Licht vom Islam in seinem Herzen. Er ist ein Scharlatan, er ist ein Heuchler, er ist ein Lügner, er ist Betrüger. Das geht um die Duat und die Ulama, die, wenn sie diese Duat ihnen nicht gefallen. Wenn aber ihre Duat oder ihre Leute, auch wenn ein Unwissender von ihnen, schlecht spricht und sowas, dann verteidigen sie ihn, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Achten, barakallahu fikum. Wenn das um Kuffar geht, dann versuchen sie für die Kuffar Entschuldigungen zu finden. Und wenn das um Präsidenten und Könige heute geht, dann versuchen sie für sie Entschuldigungen zu finden. Ich rede jetzt von der Gruppe Tabdi', nicht von der Gruppe Takfir. Weil Takfir sowieso alle, für sie sind keine Muslime. Von Gruppe Tabdi', barakallahu fikum. Wenn von Kuffar gesprochen wird, dann versuchen sie Entschuldigung zu finden. Wenn das um Herrscher geht, dann versuchen sie immer Entschuldigung zu finden. Du darfst niemals was sagen, auch wenn der Herrscher großen Fehler macht und große Sünde und großen eventuell Bid'a und Schirk, du darfst nicht sagen, das ist falsch. Du musst immer schweigen. Aber wenn die großen Gelehrten einen Fehler begehen, dann werden sie angegriffen und das wird im Internet überall vorbereitet und da wird vor ihnen gewarnt. Subhanallah. Was ist wichtiger in unserer Religion? Die Gelehrten oder die Herrscher? Die Gelehrten sind mit Sicherheit die wichtigeren Personen. Aber bei diesen Leuten, es gibt nur Gelehrten, ihre und nicht die anderen. Wenn jemand zu ihnen kommt, neu, das erste, was er beigebracht wird, wir warnen vor Person X, Person Y. Von dem nimmst du nicht, von dem nimmst du nicht. Und das Komische ist, immer warnen sie von den Leuten, die eigentlich die Sunna aufrufen und die Sunna praktizieren. Obwohl wir so viele falsche Leute haben, die zu Bid'a aufrufen, direkt und offen. Und die machen alles schlecht. Von ihnen wird nicht gesprochen. Es gibt von ihnen eine Internetseite. Moschee, das geht um Moscheen, Adressen und so weiter in Deutschland. In dieser Internetseite, die Moscheen von Ahl-Sunna stehen nicht. Mit der Behauptung, die sind Bid'a-Moscheen. Aber auf ihrer Seite stehen die Moscheen von Sufis. Und einmal habe ich das selber gelesen, es stand eine Moschee von, ein Tempel von Ahmadiyya. Und von Schia steht bei ihnen, aber von Ahl-Sunna nicht. Mit der Behauptung, die sind Mubtadi'a. Da sollte man sich überlegen, mit wem man zu tun hat. Das kommt eine Person neu zum Islam. Anstatt, dass sie ihm beibringen, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, wie man betet, wie man fastet, nein. Warnung, Warnung, der ist Mubtadi', die anderen, der ist Kafir, von dem nimmst du nicht, ihre Aqida sind falsch. Wenn man sagt, komm, sag mir, wo ist meine Fehler in Aqida? Der sagt nicht. Nur sozusagen gesprochen und gelogen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Natürlich, man könnte sagen, auch du erzählst jetzt ohne Belege. Jeder, der diese Leute kennt, der sieht die Belege. Wollt ihr einen Beleg? Ich gebe euch einen Beleg. Von meiner Person zum Beispiel. Die haben die ganze Zeit die Warnen von meiner Person. Ich habe ihnen schon jahrelang gesagt, wo sind meine Fehler? Schickt mir meine Fehler. Sagt mir, wo ich Fehler gemacht habe. In Aqida und in Methodik, in Manhaj von Ahl-Sunnah. Es kommt nicht. Nur sein Sheikh,
sein Sheikh, sein Sheikh, okay, angenommen, angenommen, Annahme. Wenn mein Sheikh Kafir wird, bin ich auch Kafir geworden? Subhanallah. Welche Methodik ist das, dass man die Leute bezüglich ihrer Lehrer, ihrer Lehrers beurteilt? Und ich sage nicht, dass mein Sheikh oder meine Shiuch ma'sumun sind. Das bedeutet, dass sie fehlerfrei sind. Und ich habe nicht behauptet, dass mein Sheikh in Aqidah und Methodik fehlerfrei ist. Aber das wird behaupten, die behaupten das, einige von ihnen, nicht alle, die behaupten das von ihrem Sheikh. Die sagen, ihr seid Lügner, die sollen dann die Aufnahmen von ihrem Sheikh hören, dass er das kritisiert hat, dass er gesagt hat, ich habe gehört, dass einige behaupten, dass ich ma'sum bin in Aqidah und Minhaj, das akzeptiere ich nicht. Damit sie nicht sagen, ja, woher holt ihr solche Wörter? Subhanallah, ein junger Mann, der kommt zum Islam, anstatt dass man ihm Fiqh und Aqidah beibringt, nein, da bringt man ihm bei, wie du die Leute von der Sunna ausschließt. Der ist Scharlatan, der ist Mubtada, der ist so und so und so. Nach ein paar Monaten, dieser Mann hat nur im Kopf Aufpassen von Muslimen und er sieht die anderen normal. Die Sufis sind normal, die Schia, für viele von ihnen sind normal. Aber wenn er dich sieht und du rufst zur Sunna und zu Tawhid und vielleicht hast du unterschiedliche Ansichten mit ihm oder Meinungen, dann schießt er gegen dich und er warnt vor dir. Und am Ende, anstatt die jungen Muslime die Religion authentisch lernen, was lernen sie? Die lernen was anderes. Und diese Leute werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, die diese Methodik pflanzen zwischen den Muslimen. Sie bringen keine Beweise, aufpassen. Sie bringen keine Beweise. Sie bringen Aussagen und Wörter von Leuten und sie behaupten, sie wären Beweise. Und wenn sie etwas von Koran und Sunna bringen, sie bringen das nicht im Kontext, sondern die manipulieren die Beweise. Sie interpretieren die Beweise von Koran und Sunna, damit sie am Ende zeigen, dass sie richtig sind. Und wenn sie keine Möglichkeit haben, dass sie die Beweise manipulieren, fangen sie an, wal'iyadu billah, zu lügen über die anderen Leute. Als Beweis, Manipulation von Koran und Sunna diesbezüglich. Diese Regel, die sie haben, wenn du ein Mubtada' nicht als Mubtada' bezeichnest, dann bist du selber. Ich habe selber persönlich Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, gefragt, was sagst du zu diesen Leuten, die das sagen? Der hat gesagt, sie folgen ihren Gelüstern. Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, sagt, der hat gesagt, diese Regel hat keinen Fuß in unserer Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Manipulation von Beweisen. Das geht in eine Richtung, die manipulieren das für die armen Leute, die nicht wissen. Und da denken die Leute, die haben recht, weil sie immer so mit diesen Aussagen kommen. Qala Yahya ibn Yahya. Yahya ibn Yahya hat gesagt, Al-Bukhari hat gesagt, Malik hat gesagt. Die Personen bekommen vor ihnen Angst, die denken, dass diese Leute Wissen haben. Und die wissen nicht, dass Malik und Al-Auza'i und Al-Barbahari und diese großen Gelehrten, sie haben total was anderes gemeint, als was diese Leute erzählen. Wenn sie keine Möglichkeit dann finden, dann fangen sie an zu lügen über die anderen Leute. Indem sie zum Beispiel behaupten, dass wir mit Jama'at Tabligh wären. Oder dass wir mit Takfiris wären. Oder dass wir mit Khawarij wären. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und jeder, der hier weiß, der weiß genau, seit wie vielen Jahren wir Da'wah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin machen. Und wir rufen die Leute zu Qala Allah, Qala Rasul, Qala Sahaba. Allah sagt, der Prophet sagt, die Sahaba sagen, Radwanallah alayhim. Wenn sie nicht finden, dann fangen sie an, über deine Absichten zu sagen. Die haben eine Aufnahme von mir gemacht, zum Beispiel. Und ich sagte, die haben mich nach einem Sheikh gefragt. Ich habe gesagt, ich kenne ihn. Dann sagt einer von ihnen, das ist eine Beschimpfung für den Sheikh. Beschimpfung? Ich habe gesagt, ich kenne ihn. Und Wallah, ich kenne ihn. Ich war bei ihm. Der hat mit mir telefoniert. Und ich kenne ihn. Und ich meinte damit überhaupt nicht. Der sagt, nein, das ist eine Beschimpfung. Der meint damit, ich kenne ihn. Das bedeutet, der ist schlecht. A'udhu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Nur Allah weiß, was die Person hat von Absichten. Und wenn die Person seine Absicht dann sagt, dann kann man sagen, das ist deine Absicht. Aber keiner darf über die Absichten von den Menschen beurteilen. Und deshalb hörst du immer von ihnen, bitte nicht vergessen dieses Wort. Der sagt, yuridu min dhalika. Der meint damit.
oder der will damit. Und diese heißt ein Urteil über seine Absicht, nicht über sein Wort und seine Tat. Dann barakallahu fikum, wenn sie auch nicht mehr finden, dass sie dich kritisieren oder angreifen, die fangen an, deine Wörter zu schneiden. Als Beispiel, ich habe einmal gesagt, wenn ich die Fehler von einem Sheikh aufzählen würde, dann finde ich für ihn auch 500. Und das ist in der arabischen Sprache bekannt, dass man meint damit, jeder hat Fehler, und wenn man sich auf die Suche macht, dann findet man für jeden Fehler auch so viele, weil jeder sozusagen von uns nicht ma'sum ist. Wenn Umar radwallahu alayhi, Abu Bakr radwallahu alayhi, Ali radwallahu alayhi, Uthman radwallahu alayhi, die Sahaba Fehler machen, dann machen wir keinen Fehler, machen die Gelehrten keine Fehler, dann haben sie diese Aufnahme genommen. Die haben das verbreitet, haben gesagt, schaut mal, was er sagt. Der sagt, er hat 500 Fehler. Das ist genau bei den anderen. Ich habe über eine Person gesagt, der versteht kein zwei Wörter vom Koran. Die haben gesagt, schau mal, der kann den Koran. Wieso sagt er, der versteht kein zwei Wörter? Weil sie die arabische Sprache nicht verstehen. In der arabischen Sprache, man sagt, du verstehst kein Wort. Heißt das, du verstehst kein Wort, oder das bedeutet, du hast kein Wissen? Und wenn man sagt, ich finde für dich 1000 Fehler, heißt das 1000? Oder das heißt, du hast auch Fehler wie die anderen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Sie zeigen nicht die Wahrheit. Und wenn sie wissen, dass eine wahre Tatsache da ist, sie verbergen das. Beispiel, sie gingen damals nach in Saudi-Arabien und die haben Sheikh Mohammed bin Jamil Zeno, rahimahullah ta'ala, nach mir gefragt, ob sie bei mir lernen oder nicht. Der hat ihnen gesagt, lernt bei ihm, ich kenne ihn. Und er hat ihnen empfohlen, bei mir zu lernen. Sie waren in Kuwait, die haben ein paar Schuch gefragt. Die haben gesagt, lernt bei ihm. Sie waren in Saudi-Arabien bei großen Schuch, die haben gesagt, lernt bei ihm. Dann haben sie diese Aufnahme alle unter dem Tisch getan. Keiner kennt davon, außer die Leute, die dabei waren. Warum bringen sie nicht die Wahrheit? Sie waren vor zwei Jahren bei dem Sheikh von ihnen. Und er hat ihnen gesagt, ihr macht Fitna. Ihr macht Fitna, ihr seid schlechte Leute. Ihr sollt anfangen zu lernen und lasst die Leute von eurem Schar. Warum bringen sie das nicht? Wenn sie gegen einen Sheikh sprechen, dann sagen sie, die Gelehrten haben gegen ihn gesprochen. Aber die bringen überhaupt nicht, was die großen Gelehrten von ihm gesagt haben. Zum Beispiel, sie sprechen von Sheikh Adnan schlecht. Wieso bringen sie nicht, was Sheikh Al-Albani über ihn gesagt hat? Was Sheikh Ibn Bas über ihn gesagt hat? Was Sheikh Ibn Uthaymin über ihn gesagt hat? Die bringen etwas, was die Schiuch gesagt haben, damit die Leute nicht wissen, was los ist. Und die bringen immer diese Aussage. Unsere Schiuch wurden von großen Gelehrten bestätigt. Die anderen auch wurden von großen Gelehrten bestätigt. Okay, die anderen haben Fehler gemacht. Und eure Schiuch haben auch Fehler gemacht. Wieso akzeptiert man von eurem Schiuch, wenn sie Fehler machen, dass sie Reue zeigen? Und warum akzeptiert ihr nicht von den anderen Schiuch, der sagt, wir sind keine Gelehrten? Okay, wenn du kein Gelehrter bist, wieso sprichst du dann über die Gelehrten? Und dann am Ende, was haben sie gemacht? Die haben irgendeinen gefragt, die keiner kennt ihn, und eine Herausforderung, dass jeder diese Person kennt, ja, oder dass die meisten unserer Brüder ihn kennen. Die haben ihn nach mir gefragt, und der hat gesagt, passt auf, ja, passt auf das Wissen, ironisch gemeint mit Wissen. Der hat gesagt, ich kenne ihn nicht, aber ich warne euch vor ihm. Subhanallah. Und er hat gesagt, habt ihr Kopf? Habt ihr Gehirn? Ich kenne ihn nicht und ich warne euch? Wie kann ich vor einer Person warnen und ich kenne ihn nicht? Wenn er Wissen gehabt hätte und Taqwa, der hätte gesagt, mindestens, ich kenne ihn nicht und so weiter. Dann barakallahu fikum, noch etwas, was sehr wichtig ist. Alles, was gegen sie ist, verbergen sie. Alle Fehler von ihren Leuten verbergen sie. Sie behaupten, dass die anderen Hizbi sind oder Partei. Und die sind die Ersten, die Partei sind und die Hizbi sind. Wenn jemand von ihnen auch Unrecht macht, dann versuchen sie, eine Rechtfertigung zu finden für ihn. Aber wenn die anderen keinen Fehler machen, sondern sie manipulieren das als Fehler, dann greifen sie die Leute an, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wenn man ihnen sagt, okay, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wenn wir unterschiedliche Ansichten haben oder Meinungen, kommt zum Buch Allahs und zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Akzeptieren sie nicht, sagen wir, sitzen nicht mit euch, wer seid ihr? Okay, dann sagen wir, kommt zu Shuyukh,
zu den Gelehrten, sie sollen zwischen uns richten. Auch akzeptieren sie das nicht. Warum? Frag dich. Eine Person sagt, du bist das. Und du bist das nicht. Der wirft dir vor, etwas gemacht zu haben und du hast das nicht getan. Du sagst ihm, Wallah, ich habe das nicht getan. Und er hat keinen Beweis, außer was er geschnitten hat von Aufnahmen, weil das ihre Profimethode ist. Die schneiden immer die Aufnahmen. Ja, und der akzeptieren keinen Gelehrten, dass man zu ihnen geht. Sie akzeptieren nicht, dass man zu Koran Sunna kommt. Nein, die debattieren vor den Leuten. Da sagt man, wir wollen nicht, dass die Muslime Fitna bekommen. Wir reden miteinander. Nein, die wollen das nicht. Dann barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Sie zeigen sich immer als Gelehrten. Und sie benutzen immer die Wörter von den Gelehrten. يَتَلَبَّسُونَ بِلَبُوسِ الْعُلَمَاءِ وَاللَّابِسُ وَالْمُتَلَبِّسُ بِمَا لَمْ يُعْطَى كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورِ. Derjenige, die begeben sich als große Gelehrten oder als Gelehrten und sie benutzen diese Wörter von Gelehrten und die wissen gar, die haben kein Wissen, Wallah. Und die denken, die Armen, dass sie was geschafft haben. Wenn man von Ulama, von Sunna warnt, was werden die Muslime machen? Von wem werden sie die Religion nehmen? Die werden von Leuten, die nicht bekannt sind, die Religion nehmen, die Fehler machen und am Ende gehen sie irre. Aber die sehen das nicht, weil sie nur im Rausch sind. Manche im Rausch von Takfir und manche im Rausch von Tabdi'. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wenn die Gelehrten gegen sie sprechen, das ist interessant. Zum Beispiel Sheikh al-Fawzan wurde gefragt, es gibt eine Gruppe, die das und das machen. Der hat gesagt, lasst diese Leute und macht nicht mit ihnen. Das ist falsch, was sie machen. Lernt eure Religion. Das akzeptieren sie nicht. Und die dürfen das nicht verbreiten. Warum? Weil das gegen sie ist. Aber eine Person, die gerecht ist, die bringt, was kontra ist und was pro ist. Und er kann natürlich diskutieren, kein Problem. Aber alles von den Gelehrten, was gegen sie ist, bringen sie das nicht. Als Beispiel, Sheikh Adnan zum Beispiel, Sheikh Al-Albani sagte, passt auf, derjenige, der vor Adnan warnt von seiner richtigen Dawa, die zu Sunna ist. Ich warne euch vor den Leuten, die vor ihm warnen. Die Aufnahme ist im Internet. Sheikh Al-Albani warnt von ihnen, jalla, bitteschön. Das bringen sie das nicht. Deshalb die Armen, diese neuen Leute, die wissen das nicht. Die anderen, die Takfiri-Gruppe, Übertreiber in Takfir, die bringen nicht die Aussagen gerade von ihren Schiuch, indem sie gesagt haben, ihr macht große Fitna, ihr redet ohne Wissen, ihr schließt die Leute vom Islam aus. Und wenn ein Gelehrter von ihnen das sagt, die sagen, der ist Mubtala. Der ist sozusagen, der ist jetzt... Und auf einmal ist einer von ihnen jetzt Geheimdienstler geworden und Agent, weil er sie kritisiert hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Sie bringen, barakallahu fikum, Beweise, die keine Beweise sind, Scheinargumente. Und die manipulieren das, damit sie nur zeigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und wenn man ihnen die Wahrheit zeigt und sagt, die akzeptieren das nicht. Sie unterscheiden nicht zwischen den Leuten, ob die Leute Wissen haben, nicht Wissen haben, ob die Leute das meinen oder nicht meinen, die fragen sowieso nicht. Die Sache wird immer gewarnt oder vom Islam ausgeschlossen, ohne Iqamat Hujja, ohne Aufklärung. Und zuletzt sage ich, diese Barakallahu Fikum Stellungnahme ist nicht dafür, dass ich Leute schlecht machen will oder nicht. Das ist nur als eine Aufklärung. Und für jedes Wort, was ich hier gesagt habe, bin ich bereit, 100 Beweise zu bringen. Mit 100? Nicht, dass man sagt, ja, 100. Okay, da sollte man im Arabisch verstehen. Das ist aber 100, da meine ich auch 100 jetzt. Ich meine die Zahl. Ich bin bereit, das zu machen. Aber das wird sehr lang werden. Deshalb aber, jeder, der vernünftig ist, sollte sich überlegen, auf welchem Weg bleibt. Aufpassen. Ahlus Sunnah suchen nach Entschuldigungen für ihre Brüder. Ahlus Sunnah suchen nach Entlastung für ihre Brüder. Ahlus Sunnah machen die Tore von Taube auf und die wollen, dass die Leute zum Islam kommen. Ahlus Sunnah sind nicht die Leute, die nach den Fehlern von den anderen suchen. Oder die versuchen zu manipulieren, damit sie die anderen falsch zeigen. Und wenn jemand zu ihnen kommt und sagt, ich habe Fehler gemacht,
dann nehmen sie ihn auf, weil ihr Ziel das ist, dass wir alle ins Paradies kommen. Deshalb, sie verbreiten das Wissen und sie empfehlen den Muslimen, dass sie nach Wissen suchen. Und sie sagen den Muslimen, Allah wird dich weder nach Sheikh So oder nach Sheikh So fragen, sondern der wird dich nach deinen Taten, nach deinen Handlungen, nach deiner Religion fragen. Überleg dir und sei nicht von den Leuten und derjenige, der schlecht von den Gelehrten spricht, haben die Ulema früher gesagt, der wird sein Leben, sein Diesseits und sein Jenseits verlieren und die sollen gewarnt werden. Diese Leute, die Riba und Namima machen, das wird schlecht reden hinter dem Rücken von den anderen und üble Nachrede verbreiten. Allah hat versprochen, dass Allah sie bloßstellt in diesem Leben. Und nicht, dass man sagt, keiner hat uns das gesagt, keiner hat uns gewarnt vor diesen zwei Wegen oder Methodik, Takfir und Tabdi'. Und wenn du zu manchen von ihnen kommst, du sagst ihm, sag, Ashhadu an la ilaha illallah, richtig, der kann noch nicht Shahada richtig sprechen, der kann Fatiha noch nicht richtig sprechen, der hat gar nicht gelernt und der redet über große Themen der Arme. Der fühlt sich wohl, weil er im Rausch ist, wie als ob er Drogen genommen hätte, aber der weiß nicht, dass er auf die Nase fällt. Und Wallah, wir kennen so viele von diesen Leuten, dass sie das Gebet verlassen haben. Und ich kenne einige, die haben den Islam verlassen. Da sagt man, wieso? Das ist die Strafe. Derjenige, der überhaupt Allah nicht fürchtet, indem seine Zunge freilässt gegen die Leute und gegen die Ulama. Und die Ulama sind Warathatul Anbiya, die sind die Erbenden von den Propheten. Und wer diese man ta'ana fil ulama'i, khasira dunyahu wa akhirata, sagen die Gelehrten. Wer diese Ulama kritisiert zu Unrecht. Und Wallah, diese Leute machen das zu Unrecht. Auf jeden Fall, ich sage zu Ende, diese Leute sind unsere Brüder. Die sind Muslime, wir haben nicht gesagt, dass sie nicht unsere Brüder sind. Und wir haben mit ihnen so viele Gemeinsamkeiten. Aber in diesen zwei Themen, wir haben keine Gemeinsamkeit. Weil wir den Weg von Ahl-Sunnah und Jama'ah vertreten. Und wir urteilen nicht über die Leute, außer mit Beweisen. Und lasst euch nicht täuschen mit dieser Aussage, dass diese Leute Ilm al-Jarhi wa al-Ta'dil verwenden oder anwenden. Dass sie diese Hadith-Wissenschaft, indem man die Leute kritisiert, Randenten, Überlieferer kritisiert oder lobt, weil das nicht der Fall ist, was sie machen, das ist eine Manipulation und man könnte die Fatwa von Sheikh al-Fawzan 1629 lesen, dann wird man gut lesen, was er dazu gesagt hat und andere Aussagen, aber ich rede barakallahu fikum mit Beweisen von Koran und Sunna. Viele von den Gelehrten haben Fehler gemacht, aber die Gelehrten haben vor ihnen nicht gewarnt. Die haben gesagt, möge Allah ihnen verzeihen, das haben sie falsch gemacht. Aber sie bleiben Gelehrten von Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Solange man allgemein die Grundlagen von Ahl-Sunnah al-Jama'ah hat. Wenn man aber die Grundlagen von Ahl-Sunnah al-Jama'ah verlassen hat, dann kann man ihn kritisieren. Und definitiv, diese zwei Gruppen haben die Grundlagen von Ahl-Sunnah al-Jama'ah jeweils im Thema Takfir und im Thema Tabdi'. Sie haben diese Grundlagen nicht verwendet, nicht richtig verwendet und nicht richtig angewendet. Und man muss vor dieser Methodik warnen, nicht, dass die Muslime dann gegeneinander Takfir machen und Tabdi' machen und die anderen lachen uns aus. Die sind unsere Brüder und am Ende sage ich, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten und eine Empfehlung für jeden. Bevor du ein Urteil machst, du musst aufpassen. Die Richter sind drei. Zwei kommen in die Hölle und ein nur, ein Richter ins Paradies. Und wenn du ein Urteil über eine Person machst, dann bist du Richter. Und wenn du falsch gemacht hast, dann könntest du mit der Hölle rechnen. Deshalb, bevor du was sagst oder bevor du ein Urteil machst, lieber mit den Leuten reden, sie anrufen, sie fragen, ob das stimmt oder nicht. Hab keine Angst. Sei mutig und sei tapfer. Das ist dein Bruder, das ist Muslim. Und wenn du mit ihm gesprochen hast und dann Klarheit hast, dass er wirklich etwas sagt, was gegen Ahl-Sunnah ist oder auf dem falschen Weg ist, dann kein Problem, wenn man mit Wissen urteilt, aber ohne Wissen zu urteilen, das ist Katastrophe. Leute, die noch nicht Al-Fatiha können und die können noch nicht richtig, sich richtig waschen, dass sie über große Themen sprechen, das ist Schande fürs Wissen
Und das ist eine große Versuchung für diese Umma und das ist eine Beleidigung für das Wissen und die Gelehrten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen, vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.